Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Train Sim World. Wir müssen heute eine kleine Zugleitung machen mit den zwei Schönheiten hier, wobei Schönheit ist Geschmackssache. Ich meine, von da vorne geht's ja noch. Aber hinten sehen die einfach echt komisch aus. Klar, das ist wegen dem Aufgang hier. Aber ich weiß nicht. So optisch kann ich mir nicht so ganz anfreunden. Ja, gut. Wir werden die erstmal einsatzbereit machen. Ich werde erstmal von der hinteren Lok das Bremsventil überprüfen. Der ist mitlaufend, okay. Und hier gehe ich nicht drüber. Das letzte Mal beim Test, als ich das gemacht habe, bin ich in der Mitte stecken geblieben. Also gehe ich lieber außen rum. Das sind halt wieder mal diese Train Sim World Momente. Aber wir haben ja eh Zeit. So, du bist führend oder abgeschaltet. Dann gehen wir hier auf Fahrgast. Den machen wir mal rein und nach vor. Generator fällt rein. Bremse können wir lösen. Lokbremse ziehen wir mal an. Ach, er will sie ja voller Leistung haben. So. Nicht dafür vorne. Sind an. Ja, Spiel, ich bin schneller als du. Aber nochmal kurz anziehen. Ansonsten, gut. Nummernbeleuchtung können wir noch mit anmachen. Und das war's. Schauen wir mal kurz nach draußen. Ja. Kommt auch gerade der Kollege rein? Können wir uns eigentlich auch von da angucken, ne? Hinsetzen. Bisschen hoch. Aber ja, so einen Zug werden wir dann gleich mal abschleppen. Und ich glaube, das ist das allererste Mal, dass ich die Lok in einem Video zeige. Meinte ich, kann mich jetzt auch irren. Was haben wir hier eigentlich alles? Immer steht Beleuchtung. Front, an. Plattformbeleuchtung, an. Machen wir es mal an. Okay. Ja, dann Abfahrt. Schön, hab sie weggerollt. Ja, tut sie. Ja, von der Beleuchtung. Ja, okay. Da hinten ist sie aus, da vorne ist sie an. Man sieht schon einen leichten Unterschied. Und der Wagen da links ist so dezent am Rumbacken. Seht ihr das? Da beim Übergang. Ach ja, Train Sim World. Diese Bugs, die fallen mich regelrecht an. Aber das ist Gott sei Dank kein Game Changer, der da hinten ist von der Optik nicht so geil. Können wir eigentlich die Heizung anmachen? Ja, aber das Geräusch nervt. Lass mal aus. Der geht auch nicht. Das geht. Und die Beleuchtung für innen? Ja. Ich schau mal langsam hier mit 5 Meilen. Ich werde den Zug nicht steuern können, wenn ich da sitze, ne? Nope. Oder? Vielleicht mit dem Raildriver? Gesperrt. Ja, dann. Gehen wir wieder hier rein. Yeah, wir dürfen schneller fahren. Nice. Nette Gegend hier. Oh. Flight Simulator, lasst grüßen. Bridging Loans. Financial Services. San Francisco Bay Area. Oh, wir sind zu schnell. Hat der das Fahrwerk draußen oder sieht das nur so aus? Nein, ich glaube, das sieht nur so aus. Soll das echt ein Bahnsteig sein?
Ist jetzt aber gerade ein bisschen niedlich hier. Das ist tatsächlich ein Bahnsteig. Sogar mit Gleisanzeiger. Es ist ja süß. Aber sicherheitstechnisch schon ein bisschen hardcore da, ne? Aber ich glaube, das können wir bei uns so nicht durchbringen. Und vor allem, was soll denn das hier sein? Ach ja, die Amis. Gehen wir bitte rein. Gehen wir Schmackes. Ich weiß gar nicht, wie weit wir fahren müssen. Über den Ort von Bahnhof Santa Clara. Das ist da vorne. Das ist jetzt für ein Geräusch. Haben sie jetzt auch das Kabinenrad dann mit reinbracht bei der? Ich meine, das ist ein cooles Detail, muss ich schon sagen. Aber ich glaube, auf die Dauer könnte das nervig sein. Was auch immer der Rad hat, da würde ich gerne jetzt mit WD-40 reingehen. Oder festmachen, eins von beiden. War cool, dass sie dran gedacht haben. War jetzt irgendwie schön, wenn man das in den Optionen ein- und ausmachen kann, dieses Kabinenrattern da. Ich glaube, ich muss demnächst anhalten hier. Das ist aber da flott in die Kurve rein. Ja, da ist auch schon das rote Signal. War ein bisschen zu schnell. Bist du der Zug, den wir hier abschleppen müssen? Sie nähern sich dem ausgefallenen Zug. Weitere Berichte zufolge ist eine der Generatoren der Lokomotive überhitzt. Nähern Sie sich langsam dem Zug und kuppen Sie an das Heck an. Welchen Zug denn? Den da? Ach nee. Der ist direkt vor uns. Ja, dann lass mich mal drüber fahren. Wir dürfen das auch machen. Das ist eigentlich ein netter kleiner Bahnhof hier. Okay. Oh, der hat es nicht mehr geschafft, bis zum Bahnhof reinzurollen. Der Arme. Ja, Gott sei Dank ist das Depot nicht weit weg. So, bitte nicht entgleisen. Beim Ankuppeln. Das würde ich super finden. Ja, das glaube ich war jetzt ein bisschen zu viel. Oder? Nee, war richtig. Oh, ein Stückchen auch. Nice. Okay. Wir sind auf der neutralen Position. Das heißt, wir tun das hier absperren. Frontscheinwerfer machen wir aus. Generatorfeld machen wir aus. So, dich tun wir mitlaufend. Na. Stufen schnell runtersteigen. Danke. Wow. Die Lok an sich werden wir jetzt noch kontrollieren. Wegen einem Bremsventil. Nachziehend.
Gibt es denn dafür Einstellungen? Führend oder abgestellt? Ach, ziehend. Ja, dann wird das schon passen. Gehe ich mal davon aus. Was ist eigentlich hier mit der Bremse los? Gibt es doch jetzt alles richtig hinterlassen, oder nicht? Lösen? Neutrale Position. Verstehe ich gerade nicht, aber vielleicht legt sich das wieder, wenn wir dann hier drin sind. Jetzt hat's aufgehört. Du bist jetzt... Warte mal, da gibt es auch noch mitlaufend 24. 6 oder 26... Du machen mal kurz führen. Ich muss mal ganz kurz schauen, auf was die Lok da eingestellt gewesen ist. Vermutlich muss das genau das gleiche dann eingestellt sein bei der anderen Lok. Du bist 24 oder 26. Okay. Dann werden wir dich da auch auf das einstellen. Mitlauf. 24 oder 26. 6 oder 26. Ja, passt ja. So, drei. Lass mich rein da. Also, hier gehen wir auf Fahrgast. Du bist gelöst. Einmal komplett lösen. Generator fällt an. Leuchtung nach vorne machen wir auch an. Bremsen beruhigen sich wieder. Hoffe ich mal. Cool. Ja, dann. Abfahrt bitte. Oder auch nicht. Guck mal, ein bisschen mehr Schmack ist hier. Ich glaube, da stimmt was mit den Bremsen nicht. Gehen wir nochmal kurz voll rein. Interesting. Jetzt geht was. Aber ich habe das Gefühl, es ist nicht ganz korrekt. Ja, wobei es sieht eigentlich schon ganz gut. Also schreibt es gerne in den Kommentaren rein, wenn ich da was falsch mache, aber ich glaube, wir fahren hier mit angezogener Bremse. So, 20 Meilen. Ja gut, wir haben es ja Gott sei Dank nicht so weit, bis der wieder im Depot ist. Hoffen wir mal, dass wir da jetzt nicht allzu sehr rumrangieren müssen mit dem.
Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bremse angezogen ist. Das war ja alles richtig. Führend oder abgestellt. Das Absperrventil habe ich auch abgedreht. So, komm, gib mal Gas hier. Heizungsunterstützung Seitenwand. Macht auch das Gleiche. Okay. Was wird eigentlich auf dem Monitor normalerweise angezeigt? Fahrplan? Technische Infos? Ich kenne die Lok einfach zu wenig. Ich glaube, die Arme ist da so ein Äquivalent zum IBIS-System. Das sieht so aus, als ob wir da bei der Einfahrt stehen bleiben. Gehen wir mal runter. Also, Ey, ist die Bremse wirklich angezogen? Ich glaube, dann wird man schon wesentlich schneller langsamer werden. Ich bin mal unsicher. Oder die Teile sind einfach schwach. Und ist die Einfahrt? Ja, ist die Einfahrt. Ja, Spiel. Weiter schon langsamer. Oh, jetzt Stress. Du schaffst es. Noch ein paar Meter. Gut. Also, was willst du? Sie haben das Betriebswerk Zimmer erreicht. Bringen Sie den Zug in den Ratschirbahnhof und warten auf weitere Anweisungen. Ja, gern. Sagst du mir auch, wohin ich den bringen muss? Zimmer besitzt Handweichen. Klettern Sie nach unten und schalten Sie manuell um, bevor Sie fortfahren. Nein, das mache ich garantiert nicht. Ich habe da so einen kleinen Helfer, der das macht. Oder zwingt er mich jetzt auszusteigen? Okay. Wo müssen wir hin? Wir müssen hier auf das dritte Gleis da. Wir sind da. Wir gehen nach da unten. Ist okay. Und hier auf das dritte. Ja, das soll passen. Das ist irgendwie mega schön, wenn er hier den Pfad anzeigt, so wie er es in TS Classic gemacht hat. Ja, dass er weiß, okay, du fährst auch wirklich da rein. Komm schon, Lok, du schaffst es.
Im Moment dachte ich, da steht ein Tesla. Ja, wunderbar. Dass die Arme sich langsam mal hergehen und auf E-Lux umrüsten. Und bei der aktuellen Umweltlage. Und das müsste ja viel billiger sein. Ich meine, klar, der Streckennetz, was sie haben, ist gigantisch groß. Aber ich glaube, das wird sich schon rechnen, wenn man da mit E-Lux rumfährt. Andererseits, Army Dieselloks, General Electric. Da habe ich auch ein bisschen Nationalstolz mit dabei. Und ja, Diesellok klingt auch geil. Aber nicht alle, die meisten aber zumindest. Ich glaube, war das Union Pacific mit dieser stromlinienförmigen E-Lok da? Die, was recht schnell gewesen ist, aber mir fällt der Name zu der nicht ein. Die hat noch geil ausgesehen. Wird man heute vergleichen mit ein bisschen so Steampunk-Ära. Da wird die Lok echt gut reinpassen. Gut, dann da noch anhalten. Cool. Gute Arbeit. Koppen Sie jetzt die ausgefahrene Lokomotive ab und bringen Sie zur Reparatur zur Wartungsgleis. Eine Ersatzlokomotive wurde stattdessen in Betrieb genommen. Okay. Ja, dauern. Einmal aussteigen. Fehlerhafter F40. Freigeschaltet. Cool. So, drei. Ich wette, die neue Lok müssen wir garantiert ranrangieren. Das wird das Spiel nicht selber machen. Es ist vermutlich die Lok da hinten. Ja, eventuell müssen wir sogar direkt neben die andere Lok hinstellen. Oder la. Ah, ein bisschen drüber, aber das passt schon. Oh, da gehen wir schon mal rückwärts. Ja. Alles klar, da rein, hab's mir schon gedacht. Auf das Gleis hier. Aber so. Einmal so, das passt. Das passt nicht. Ne, Moment mal, wir müssen da rein. Und dann darauf. Stimmt das jetzt? Dann noch da oben, da rein. Das passt, das passt, das passt. Alles klar. Dann machen wir mal kurz auf den Schirmmeister.
Und wo werden der? Vielleicht wird er sich irgendwie hier festhalten. Ich würde die Tür aufmachen, damit ich da irgendwie drin stehe. Achtung, Spiff. So, Leitwerk machen wir gerade wieder aus. Ja, ganz ehrlich, jetzt fahre ich aber keine 5 Meilen da hier. Ich will auch nochmal ankommen. So, moin Kollegen. Ich hab da was zum Reparieren mitgebracht. Geil. Wie die da warten. So. Ach krass. Der jetzt wirklich selber ankuppeln hier? Nee. Ist ja cool. Ich dachte, wir müssen das machen. Kann ich meine Freikamera? Ja. Der fährt jetzt natürlich schön seine 5 Meilen. Komm, gib Gas. Keiner sieht's. Ich hätte eigentlich bei mir die Lokbremse mal reinschmeißen. Und Zugbremse lösen. Ah, wobei. Wenn wir dann abkuppeln, wenn wir das hier schon eingebremst haben. Sauber ist sauber. Und dann bin ich gleich wieder bei euch. Und schon bin ich wieder da. Ja, wir müssen jetzt wirklich das ganze Manöver abwarten hier. Der ist auch schon abfahrtbereit. Jetzt müssen die Lichter an und möchte dann wieder losfahren hier. Bisschen doof, nachdem wir hier nur ein Gleis zum Ausfahren haben. Kommst du jetzt wieder retour? Ja, sieht so aus. Ach, es wäre so cool, wenn man diese Sachen im Fahrplan-Designer machen könnte. Du kannst einfach nur sagen, fahr von A nach B. Und halt vielleicht auch noch irgendwo an. Ja, mega cool. Jetzt ist die Frage, ob wir noch mehr rangieren dürfen oder ob er jetzt dann gerade seine Ausfahrt hat. Moin, Kollege. Mach die Lockheit dich auch noch kaputt. Jetzt haben wir ja keinen Ersatz mehr. Also die zwei da noch.
Sehr cool. Und? Was jetzt? Kuppelt? Ah, jetzt. Cool, cool, cool. Mutlich nochmal zur Safety, damit er halt ja nicht wie voll reinrauscht. Ja, okay. Hab mir schon fast gedacht. Der zischt jetzt erstmal weg. Was auch Sinn macht. Die Leute wollen ja auch immer mal nach Hause kommen. Warum ist das manchmal so hell und manchmal nicht? Ich wollte jetzt gerade mal probieren, ob ich da die Türen aufmache, aber ich glaube dann... Also wenn es geht, dann... Zeit, dass der dann verrückt spielt. Mach mal lieber nicht. So, liebe Leute, für euch gibt's mal ganz kurz eine Schnittpause. Und dann geht's dann gleich wieder weiter. Also, bis gleich. Und schon bin ich wieder da. Ging ganz kurz. Noch schnell was richten müssen. Aber wir haben ja Zeit. Dürfen eh nichts machen. Aber in der Zeit hätten wir eigentlich die Lok hier abkuppeln können. Uns wieder vorbereit machen nach vorne. Bisschen schmutzig der Zug. Ah, Gott sei Dank, Ausfahrt. Ich wär's jetzt noch, dass er Rotsignal hat, da müssen wir warten. Wäre jetzt in Trend Server 2 gar nicht mal so unrealistisch. Stimmt, das wäre eigentlich auch mal was zu machen. Irgendwie mal so einen Lokwechsel simulieren. Ist noch mit dem Fahrplan ein bisschen tricky. Du musst ihn dann eigentlich neu ausstellen lassen für den anderen Fahrer. Und, ja doch. Man sagt irgendwie, der fährt dann bis zum Bahnhof X, muss dann abkuppeln und dann wird er von einer anderen Fahrer abgeschleppt und der andere kuppelt sich dann wieder an und kriegt einen Fahrplan quasi. So, abkuppeln, machen wir mal. Das ist die Stange hier, gell? Ja. Warten Sie einen Moment. Nun, dass Sie fertig sind, dann bringen Sie die Lokomotive zum Abstellgleis. Jo, machen wir. Einmal nach da vorne. Ich glaube, da können wir einfach mal durchpfeifen. So, nach vorne. Dankeschön. Und tschüss. Nein, ich fahre da keine 5 Meilen pro Stunde. Das ist mir zu langsam. Außerdem, für Spiel ist ja noch gelb, ist noch nicht rot. Also nicht ganz so schlimm. Müssen wir jetzt wieder auf das genau gleiche Gleis hin, wo wir vorher schon gewesen sind.
Okay. Warte mal. Was ist das jetzt für ein Abstellgleis? Also andererseits müssen wir dich schon mal ändern. Bin mir ziemlich sicher. Ja, ich glaube, wir fahren genau den gleichen Weg wieder nach hinten und gehen wieder aufs gleiche Gleis. So, das müsste hier alles noch gerade sein. Ja. Jo. Jo. Cool. Führerstand du jetzt nicht wechseln. Oh, tschüss. Ich werde hier mal ein bisschen overspeeden. Einfach, dass es schneller geht. Weiß ja keiner. Eigentlich hat man einen ganz guten Durchblick. Mal schön durch die andere Lok durchgucken. Was ist eigentlich mit dem Sound, wenn ich die Fenster aufmache? Naja, okay. Was ist denn das für ein Geräusch? Es klingt irgendwie so schleimmäßig, als wenn da unten irgendwas wegsaftet. Naja. Funkfernsteuerung. Funkfernsteuerung. Funkfernsteuerung an. Aus. Macht vermutlich eh gar nichts, oder? Nein! Hätte ich das anmachen müssen? Naja, die. Hä? Na, oder? Funkfernsteuerung mache ich doch nur, wenn die Lok irgendwo hinten im Verband ist, oder? Wenn sie so direkt dran sind, brauche ich das ja nicht. Ich meinte, das war so. Also was sie, wenn die von hinten drückt, dass dann das Teil an ist. Moin. Wie weit ist es denn noch? Ich habe doch irgendwie Bock, hier durch die Waschstraße durchzufahren. So, da, da. Und dann wieder auf das andere Wartungskreis, auf das Äußerste hier. Einmal so, einmal so. Und einmal da rein. Alles klar. Was da ja auch noch cool wäre, ist, wenn der Schmutz irgendwie simuliert ist. Sprich, du fährst durch die Waschstraße durch und danach ist der Zug wieder picobello. Ich glaube, das haben sie nicht drin, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe das schon ewig nicht mehr gemacht, dass ich durch eine Waschstraße gefahren bin. Aber wäre auf alle Fälle ein cooler Effekt. Und dass sich die Dinger dann auch drehen. Ja, wir sind zu schnell. Alles mir jetzt egal. Ich will da nicht mit 5 km/h oder 5 Meilen pro Stunde reinkrebsen. Okay. Unabhängig auf volle Leistung. Warum jetzt? Warum da hinten? Was hast du jetzt? Hä? Warum jetzt hier? Was hast du vor?
Sag mal, für was war jetzt diese Übung gut? Okay. Ja gut, alles super gemacht und ich soll mal meine Pause machen. Pause machen klingt eigentlich ganz gut. Ach so, wir müssen tatsächlich da hinten hingehen. Und die Lok lassen wir einfach so laufen, damit der nächste Spaß hat. Okay, ab mit den Container. Ja, okay. Ich dachte, die Fahrt wäre ein bisschen spannender und wir fahren ein bisschen mehr, aber ja, okay. Cool war das dann mit der KI zum Schluss, dass sie tatsächlich da bei uns einen Zug angekuppelt hat. Coole Sache. Sieht man nicht sehr oft in Trains in World. Zumindest ich nicht. Aber war schön. Und hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns demnächst im neuen Abenteuer. Tschüss, Leute. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.